Herr Wittwer, bei diesem aufgrund der Temperaturen hitzigen Spiel zufrieden mit der Mannschaft? Mehr kann man eigentlich als Aufsteiger fast nicht erwarten. Nee, ist richtig. Muss man auch ganz klar dazu sagen, ich meine, man hat es beiden Mannschaften heute angemerkt, dass da die Temperaturen definitiv eine Rolle spielen, auf dem Kunstrasen noch mal mehr als auf dem Rasen. Und dementsprechend war das heute jetzt sicherlich auch vom Tempo her nicht das beste Spiel, was es in der Klasse mit Sicherheit gibt. Aber die Jungs haben das super gemacht und wir wollten die 3 Punkte holen, egal wie, das haben wir geschafft und dementsprechend alles gut in der Hinsicht. Ich war gestern um 17 Uhr bei einem Oberligaspiel der Herren und da hat der Trainer bemängelt oder gefragt, ob es denn unbedingt sein muss, dass man bei diesen Temperaturen um 17 Uhr antreten muss. Wie sehen Sie das? Ist es vernünftig, bei diesen Temperaturen um 14 Uhr anzutreten? Ich glaube, da kann man ihm eigentlich nur zustimmen in der Hinsicht. Man hat es auch in der Bundesliga gestern gesehen. Ich meine, es sind Vollprofis. Da war auch der eine oder andere dabei, wo gesagt hat, dass es schon grenzwertig ist. Und ich glaube, da sollte man sich doch zukünftig mal Gedanken darüber machen, ob man da vielleicht nicht morgens früher spielt oder halt dann eben in den Abend reingeht. Weil 14 Uhr bei 35 Grad ist halt schon grenzwertig für die Jungs. Was sagen Sie zum Spiel? Ja, wie gesagt, wir haben wieder ein frühes Gegentor bekommen, nach 20 Minuten war es diesmal zwar, hatten uns das auch wieder anders vorgestellt. Letzte Woche war es nach 5 oder 6 Minuten soweit, dass wir hinten waren. Das war natürlich wieder genau das, was wir vermeiden wollen, eben gerade aufgrund der Hitze. Die Jungs haben es danach wieder super gemacht, haben das 1-1 gemacht, 2-1, 3-1 schnell nachgelegt. Da kann man ihnen dann wieder nur ein Kompliment dafür machen. Zweite Halbzeit war dann ja, von uns zu wenig, also wir haben es uns ein bisschen anders vorgestellt. Klar wollten wir nicht mehr vorne drauf gehen, wollten den Gegner ein bisschen kommen lassen und dann eben aus der gesicherten Defensive auf Konter spielen, das 4-1 zu setzen. Das hat nicht ganz so funktioniert, also da hat man auch das eine oder andere Mal Glück, dass wir das 3-2 nicht früher bekommen haben und dementsprechend, ja, haben wir schon noch Luft nach oben, aber wie gesagt, 6 Punkte aus 2 Spielen. Ich glaube, wenn man uns das vorher gesagt hätte, hätten wir gesagt, nehmen wir direkt und ja. Sie sind ja jetzt seit einer Weile schon Co-Trainer bei der A-Jugend des FC Nöttingen, aber der Cheftrainer hat gewechselt. Der Herr Krieg ist diese Saison dazugekommen. Was meinen Sie, wie klappt die Zusammenarbeit und wie gut erreicht er die Mannschaft und was kann er bewirken? Also die Zusammenarbeit funktioniert super. Ich meine, ich kenne der Rainer jetzt auch schon länger, eben durch meinen Vater. Und dementsprechend war das irgendwo auch ja, mein Wunsch am Anfang, dass ich gesagt habe, nachdem der Dubi hoch ist in die erste Mannschaft, lass es uns doch mit dem Rainer versuchen, weil ich wusste, dass das zwischen uns auf jeden Fall passt. Und dementsprechend ist in der Hinsicht alles gut. Die Jungs, glaube ich, haben Spaß im Training. Die Ansprache passt soweit auch. Also ich glaube, wir können uns auf die Runde definitiv freuen. Vermissen die Jungs seinen Vorgänger, den Herrn Kollinger? Das weiß ich jetzt nicht, das müsste man die Jungs selber fragen. Es sind jetzt auch nicht allzu viele, die letztes Jahr bei uns schon in der U19 waren. Wir hatten auch viele Neuzugänge, 7, 8 Stück und ein paar sind von unten von der U18 hochgerückt. Aber ich glaube, die Jungs sind ganz zufrieden so mit der Konstellation, wie sie ist und dementsprechend passt es schon. 6 Punkte, mit 6 Punkten in die Saison gestartet bei den ersten beiden Spielen als Aufsteiger. Besser kann es fast nicht laufen und was haben Sie sich noch vorgenommen? Ja, das Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Ich meine, wir hatten jetzt wahrscheinlich von den Gegnern her auch Gegner, die mit uns einfach auf Augenhöhe sind. Da werden andere Kaliber kommen wie Heidenheim, wie Waldhof Mannheim, Waldorf, wo wir uns mit Sicherheit sehr stark strecken müssen, dass wir da was holen und auch immer an unser Maximum ran müssen. Und dementsprechend ist das Ziel ganz klar weiterhin der Klassenerhalt und daran wird sich auch nichts ändern, bis wir die Punkte soweit haben. Was kann man bei Ihrem nächsten Spiel jetzt gegen Heidenheim erwarten? Wir werden dort genauso wieder hinfahren, wollen dort was mitnehmen. Die Devise ist eigentlich immer gleich. Wie es dann nachher ausschaut, das sei dann mal dahingestellt. Aber wir fahren natürlich nach Heidenheim, um dort was mitzunehmen, ganz klar.